Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, wie wir es versprochen haben, hier sind wieder die Monatsreporte. Wir legen also wieder los. Diesmal in ganz neuem Gewand, in einem ganz neuen Studio sozusagen, befinde ich mich hier leider noch alleine. In Zukunft werden das Cecilia und ich machen. Cecilia kuriert sich gerade noch ein wenig aus. Also das heißt, die wird beim nächsten Monatsreport dann mit am Start sein und mit mir hier helfen. Jetzt müsst ihr für den Anfang gerade mit mir vorlieb nehmen. Das heißt, ich werde euch den Monat Dezember 2015 heute präsentieren und von dort aus werden wir dann natürlich jeden Monat wieder covern. Ganz wichtig dazu ist, die SCB-Redaktion übersetzt den Monatsreport auch immer komplett. Wir suchen uns jetzt hier wirklich die Highlights bei raus und gucken uns an, was ist so ganz Besonderes passiert im letzten Monat, was wir euch dann präsentieren können und immer noch ein bisschen spekulieren können, wie machen wir von dort aus jetzt weiter, beziehungsweise was könnte als nächstes passieren bei Star Citizen. An allererster Stelle möchte ich mich aber hier mal im Namen des gesamten Crash Academy Teams ganz, ganz herzlich bei unseren Patreons bedanken. Ihr habt letzten Monat schon direkt begonnen, uns zu unterstützen. Unsere Kampagne ist ja jetzt im Januar gestartet und dementsprechend vielen, vielen Dank dafür, dass ihr schon mal mit dabei seid und unsere Vision mittragt. Da sind wir auf jeden Fall sehr begeistert und ab 1.2. geht es dann auch mit den Rewards richtig los. Das ist alles fertig eingerichtet und da könnt ihr euch dann gütlich tun daran. Herzlichen Dank dafür. Gut, wir starten jetzt aber direkt ins Thema und genau wie beim SCB-Verse Report beginnen wir natürlich mit unserem Hot Topic. Also was ist wirklich am allerwichtigsten gewesen im Dezember 2015? Ja. Und was war das wohl? Das war der Alpha-Patch 2.0. Der wurde nämlich am 11. Dezember letzten Jahres released, war ein großer, großer Meilenstein für ganz Star Citizen. Und ja, viele sagen, dass mit der Öffnung des, der Alpha 2.0 und dem ersten Ausflug ins Mini-Persistent Universe, nämlich um Crusader und seine Monde hin, die Reise in Star Citizen erst wirklich begonnen hat. Viele sind da jetzt wirklich voll mit eingestiegen erst und das kann man gut verstehen, denn es gibt sehr, sehr viel zu erleben. Wenn ihr dazu noch genauere Informationen haben wollt, was den Einstieg bei Star Citizen angeht, guckt mal in das Video. Das ist Was ist Star Citizen 2.0? Da gehen wir da auf jeden Fall nochmal direkt drauf ein und zeigen alles, was man braucht, um erstmal ins Spiel zu kommen. Ja, aber ansonsten war die Alpha 2.0 auch schon ein großes Ding. Das heißt, wir haben jetzt die Large World Map integriert. Wir können in Port Olisar im Crusader, im Umlaufbahn von Crusader starten, dort die drei Monde bereisen. Wir können zu verschiedenen Raumstationen fliegen. Sprich, wir haben einen ersten kleinen Eindruck davon, wie Star Citizen irgendwann später laufen wird. Und die Developer merken überall an, jetzt geht es schneller. Von hier aus geht es jetzt ein bisschen schneller, die anderen Inhalte zu implementieren. Man hat eine Art Fundament geschaffen, was jetzt immer weiter ausgebaut werden kann. Wenn euch übrigens interessiert, was alles wirklich enthalten ist in der Star Citizen Alpha, dann schaut mal in das Video. Denn inzwischen ist der Patch 2.1 schon gekommen. Der kam jetzt im Januar nach. Erst ins PTU und dann wirklich auch live released. Und hier fassen wir euch jetzt alles zusammen, was wirklich komplett drin ist in dem Spiel Star Citizen in der 2.1 Version. Also das war auf jeden Fall das Hot Topic und von da aus gehen wir in die altgewohnten Kategorien, nämlich wir beginnen jetzt mit dem Engineering und das erste am Engineering ist natürlich, dass die gesamten Studios, alle 7 vor allem damit beschäftigt waren, im Dezember die Alpha 2.0 fertig zu kriegen und bereits am PTU der 2.1 zu arbeiten. Dieses wurde nämlich dann zum 24. Dezember, also wirklich als Weihnachtsgeschenk sozusagen für uns veröffentlicht. Während CIG in den kleinen Winterschlaf bzw. die Weihnachtspause gegangen ist, konnten wir uns schon mal den 2.1er Patch anschauen. Dort drin enthalten zum Beispiel ist die Saber, die jetzt Hangar Ready ist, die Flight Ready Schiffe sind die Freelancer und die Vanguard Warden als Überraschungspaket. Kam dann später nach dem PTU und das war auf jeden Fall der Grundstein, den alle im Engineering legen mussten im Dezember. Das war also ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. Weiter ging es dann mit einem wichtigen Thema auch, und zwar der prozeduralen Landung. Da gibt es einen ganz, ganz großen, coolen Trailer zu, wo der gezeigt wird, wie man wirklich dann von der Planetenoberfläche bis durch die Atmosphäre quasi wieder in den Weltraum kommt. Und das nahtlos, ohne Ladebildschirm, sondern einfach direkt gelandet. Da war auch sehr viel mit beschäftigt, da waren die Studien sehr mit beschäftigt. Insbesondere Frankfurt hat da sehr, sehr viel Arbeit rein investiert, um dieses System so weit zu kriegen, dass es im Livestream, der auch im Dezember war, präsentiert werden konnte. Und das ja relativ ausführlich, wirklich mit einer In-Game-Erfahrung verbunden. Das heißt, Chris Roberts hat sich dort hingesetzt und ist mit dem Entwickler zusammen
eingestiegen und dann tatsächlich auf Nyx bzw. in der Landing Zone Levski gelandet. Das war sehr, sehr beeindruckend. Ja, und von dort aus soll es dann nämlich auch weitergehen. Da wurde nämlich angekündigt, dass das jetzt für das PTU vorbereitet wird. Stand auch wirklich im Monatsreport so drin. Das heißt, wir können uns darauf freuen, bald im PTU mehr davon zu haben. Dafür wird dann der Planetoid Delamar, der sich eigentlich im Nyx-System befindet, kurzerhand mal eben importiert nach Stanton und von dort aus kann man dann richtig in die Levski-Landezone, die sich darauf befindet, reinstarten und da geht es dann richtig los. Da könnt ihr euch dann nämlich wirklich die ganze prozedurale Landesequenz selber anschauen. Das wird dann demnächst im PTU kommen, da arbeiten sie gerade sehr, sehr hart dran. Ja, ansonsten war noch ein wichtiges Thema die EVA-Optimierungen. Da hat man momentan jetzt im Live-Patch noch nicht sonderlich viel gemerkt, das ist immer noch in der Entwicklung, aber das EVA-System wird komplett überarbeitet. Das heißt, es soll sehr viel realistischer werden, aber auf der anderen Seite will man den Gameplay-Faktor nicht völlig außen vor lassen. Das heißt, es soll auch handelbar werden für die Leute. Das bedeutet zum Beispiel, dass man Animationen einfügt, die sonst vorher noch nicht gedacht waren, wie zum Beispiel, dass der Charakter, wenn er in die Nähe von einem Gegenstand kommt, automatisch die Beine anzieht, damit man eben nicht verwirbelt wird durch die Schwerelosigkeit, oder dass er sich automatisch duckt, oder dass eben auch Dinge gemacht werden, wie ein extra Hut einzuführen für den Helm, dann in dem das EVA spezifisch ist und was, wo man dann eine bessere Orientierung und Navigation im EVA ermöglicht. Also das sind alles Dinge, die jetzt gerade auf der Liste standen im Dezember, jetzt weiter im Januar umgesetzt wurden und dann irgendwann in das Spiel kommen, also sprich in den nächsten Live-Patch. Vielleicht auch erstmal ins PTU, wissen wir noch nicht, ist aber auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Teil in der Engineering-Section gewesen. Wir gehen von da aus dann zu Design und Art, die nächste große Kategorie. Und da kann man sagen, sie arbeiten ganz, ganz hart an den Landezonen. Und zwar nicht nur an der Levski-Landezone auf dem Planetoiden Delamar, der wie gesagt dann als nächstes ins PTU kommen soll, sondern sie arbeiten schon an vielen weiteren. Levski ist nämlich fast abgeschlossen. Da sind es wirklich nur noch Feinheiten und Lightning Passes zum Beispiel, die da gemacht werden müssen. Aber sie arbeiten an einer ganzen Reihe neuer Landezonen, und zwar kleine wie große. Die großen wären zum Beispiel auf Crusader, eine schwebende Landeplattform auf dem Gasplaneten, die in Arbeit ist, und außerdem wird auch gearbeitet an einer Landezone in Hurston. Also mal sehen, was da demnächst kommt. Das ist auf jeden Fall als nächstes geplant. Und wie gesagt, kleinere Landezonen wird es auch noch geben, die sogenannten Small Sandboxes, wie sie sie nennen, und Space Stations. Denn auf der einen Seite soll es auch kleinere Zonen wie zum Beispiel Sherman oder Odessa geben. Das sind eben kleinere Landezonen, die nicht so viel Auswahl bieten, wie zum Beispiel eine große wie VR-Corp. Und bei den Space Station wird darauf geachtet, dass als nächstes zum Beispiel Mining Stations oder auch richtige kleine Outposts nochmal mit dazukommen, die man begehen kann. Forschungsstationen sollen mit dabei sein, die sollen eigene Shops kriegen und entsprechend ein eigenes Umfeld, in dem man sich bewegen kann. R-Corp wird auch ständig weiterentwickelt und daran wird weiter gearbeitet, denn das wird immer größer werden. Das nächste große Update dafür ist auf jeden Fall mit dem Shopping 1.0 zu erwarten. Wann das kommt, wissen wir noch nicht, aber das passiert gerade auch jedenfalls parallel. Ja, und dann geht es nochmal an die Waffen und da wird es dann ganz witzig, weil sie gerade insbesondere im Dezember die Arbeit an der Vanguard-Hauptbewaffnung sozusagen fertiggestellt haben. Es ist die Apocalypse Arms Revenant Gatling Gun. Ein riesen Teil mit ordentlich Wumms dahinter und da haben sich zum Beispiel Dozer und Weasen mal hingesetzt und haben das Ganze mal einfach mal auf eine Super Hornet geschraubt und mal geguckt, wie man so im Arena Commander damit abschneidet. Könnt ihr euch mal angucken, das Design war also fertig im Dezember, konnte dann auch implementiert werden und ist jetzt schon im Spiel mit der Vanguard Warden nämlich. Ja, und daraufhin gehen wir dann auch direkt als schöne Überleitung zu den Schiffen. Und zwar in unserer Ships-Kategorie gibt es auch einige Neuigkeiten, die im Dezember losgetreten wurden. Und zwar als erstes wurde das Constellation Rework abgeschlossen. Da gab es große Arbeit zu, denn die Constellation wurde komplett überarbeitet. Ist jetzt in dieser Form auch schon im Spiel vorhanden. Das heißt, sie ist Flight Ready geworden mit der Alpha 2.0 und wird jetzt auch noch immer ausbalanciert.
balanciert im Spiel selbst, aber es gab eben ein großes Rework, was sowohl den äußeren als auch den inneren Teil betrifft, und das wurde nun fertiggestellt. Dazu haben wir übrigens ein Video gemacht, einen Voice-Over, was ich gelesen habe, sozusagen, während man die Jungs da bei der Vorführung begleitet. Ganz interessant, wie sie das so angestellt haben. Außerdem wurde gearbeitet an der Reliant, und zwar ist dort es bereits da so, dass die nicht nur die Whitebox abgeschlossen werden konnte, sondern auch die Greybox-Phase von der Reliant wurde abgeschlossen. Das bedeutet, das Schiff ist jetzt dabei, gerade für den Hangar vorbereitet zu werden, und es wird nicht mehr lange dauern. Weasons Tipp ist ja zum Beispiel, dass es mit dem nächsten Patch schon kommt, dass dann die Reliant Hangar-ready wird, zumindest in der ersten Variante. Und davon gab es nämlich auch mehrere, und die Varianten kamen dann auch zu Ende Dezember in den Sale. Haben wir auch ein kleines Video zu gemacht, könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn euch die Reliant interessiert. Ansonsten ging es von dort auch nochmal zur Xi'an Scout. Ganz interessant, diese befindet sich jetzt nämlich gerade in dem fortgeschrittenen Stadium des Greyboxing. Das heißt, die ist auch nicht mehr weit davon entfernt, zumindest Hangar-ready zu werden. Und jetzt aktuell mit dem Launch der neuen Akte X-Serie, die jetzt gerade vor ein paar Tagen in Amerika online ging sozusagen, geht sie auch nochmal in den Verkauf zu Ehren von Gillian Anderson und Fox Mulder sozusagen. Und da könnt ihr jetzt diese Woche nochmal zuschlagen, wenn sie euch interessiert. Das Ganze kam übrigens aus Reverse the Verse, diese Information. Da kann man also sagen, die Xi'an Scout ist auf jeden Fall nicht mehr weit davon entfernt, auch in unsere Hangars zu kommen. Es wird ein sehr, sehr spannendes Update, weil es eben ein komplett anderes Schiffsdesign ist. Ja, und dann kann man auf jeden Fall sagen, an der Starfarer wurde noch kräftig gearbeitet im Dezember. Da ist es tatsächlich dann so, dass sie in die Hangars passen soll, was bedeutet, dass dafür auch die Hangars erweitert werden mussten. Das heißt, man sah da ein schönes Bild aus ATV, also Around the Verse, wo sie dann eben in einen Hangar gestellt wurde, der vergrößert wurde. Es war ein Revel and York Hangar, sieht man jetzt hier auch. Und da wurde halt gezeigt, dass sie in den Hangar dann passt und jetzt auch kurz davor ist, Hangar ready zu werden. Das heißt, es wird dann das größte Schiff, was auf jeden Fall da ist, was wir haben für im Hangar momentan. Und da sind alle bestimmt sehr gespannt darauf, die sich dann anzugucken. Soll auch nicht mehr lange dauern und ist also kurz vor der Verendung. Ja, das war's für diesen Teil. Jetzt kommen wir nochmal auf jeden Fall zur Interaction. Auch das wollen wir hier machen in unserem Monatsreporten. Wir wollen euch nämlich fragen, was ist für euch das nächste wichtige Asset, was bei Star Citizen dazukommen sollte. Wir haben da eine kleine Auswahl gestellt, geht mal auf Google Plus, da könnt ihr dann auf jeden Fall drüber auch abstimmen und dann können wir so ein bisschen sehen, was fandet ihr aus dem Monat am interessantesten und was wünscht ihr euch für den nächsten Monat, was da soll da in Angriff genommen werden. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Episode, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Infos draus ziehen. Wir werden das, wie gesagt, jetzt jeden Monat machen. Gebt dazu bitte kräftig Feedback, wir wollen gerne eure Kommentare und eure Likes und eure Dislikes sehen, um zu sehen, was hat euch gefallen, was noch nicht so richtig. Und ansonsten, wie gesagt, nächstes Mal bin ich hier auch wieder zu zweit. Und ich freue mich sehr, wenn ihr den Channel abonniert. Damit helft ihr uns sehr weiter. Und wenn ihr uns ganz besonders unterstützen wollt, dann schaut mal bei Patreon vorbei. Vielleicht ist das auch interessant für euch. In diesem Sinne würde ich sagen, Sawyer verabschiedet sich jetzt mal hier mit einem See you on the flight deck. Sawyer out.